In diesem Video möchte ich euch den Schlaetec Ball Cleaner, auch Laufreiniger genannt, vorstellen. Das Besondere an dem Ball Cleaner von Schlaetec ist, er hat auf seiner Düse eine 60 cm lange Sonde. Und diese Sonde hat den Vorteil, ich kann diese vierstrahlige Sonde in den Lauf einführen und kann beim Betätigen der Düse und Zurückziehen den Lauf von innen komplett benetzen. Das heißt, es werden keine Stellen im Lauf beim Einsprühen übersehen. Für die Verwendung, ein bisschen schütteln. Ich selber lege einfach einen kleinen Lappen davor, damit da einfach nicht ganz so viel rauskommt. Und schon haben wir den Lauf eingesprüht. Den Bohrcleaner lassen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten einwirken, damit er den ganzen Dreck, der sich jetzt über die Zeit angesammelt hat, lösen kann. Das Schöne an diesem Laufreiniger ist, muss ich ganz ehrlich sagen, der riecht nach Kaugummi. Dem einen schmeckt das, dem anderen nicht, aber es ist vom Geruch her auf jeden Fall angenehmer als so manch andere waschbenzinhaltigen Reiniger. Und das macht es eigentlich relativ problemlos, dieses Reinigungsmittel auch im häuslichen Umfeld tatsächlich zu verwenden. So, laut der Anleitung sollte man das so 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Wir warten jetzt natürlich nicht so lange. Nehmen wir Patsche oder Dochte oder wie auch immer. Und ziehen diese wie gehabt durch den Lauf. Also man sieht, der Schmutz kommt richtig schön raus. Und wie gesagt, was ich halt richtig interessant finde, und das habe ich auch bei keinem anderen Produkt bisher gesehen, mit Ausnahme der üblichen Plastikdüsenverlängerungen, das ist diese Sonde, die tatsächlich dafür sorgt, dass der Reiniger wirklich überall im Lauf hinkommt und damit keine Stellen ausgelassen werden. So, und ich würde sagen, der Lauf, der ist tatsächlich picobello sauber. Und damit haben wir den Lauf der Shadow 2 relativ einfach und schnell mit dem Schlaetec Ball Cleaner mit der 60 cm vierstrahligen Sonde gereinigt. Diese Sonde passt zur Info auch in Kleinkaliberbüchsen rein, ist also durchaus auch für die KK-Schützen sehr interessant und damit auch Spobi, sonstige Kleinkaliberwaffen, Büchsen, Flinten. Ich habe damit meine Mossberg sauber gemacht. Also es ist ein super durchdachtes System.